Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 24. April. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Johannes 21, Vers 5. Am Seeufer steht Jesus. Über die Wellen hin ruft er seine Frage den Jüngern entgegen, die in ihren Booten auf das Ufer zuhalten. Die Boote sind leer an Ertrag. Nicht ein einziges Fischlein haben sie gefangen. Arme Leute, sie mussten doch ihrer Hände Arbeit leben. Nun war die nächtliche Quälerei umsonst. Sorgen bedrückten die Herzen der Männer. Da hinein ertönt die Frage des Herrn. Sie macht deutlich: Jesus kümmert sich um unsere Alltagssorgen. Wie oft haben die Jünger dem Herrn Jesus zugehört, wenn er von den großen Dingen des Reiches Gottes sprach? Hoffentlich kennen auch wir so den Herrn, als den, mit dem das Reich Gottes auf Erden angebrochen ist, als den, der der Welt Gnade und Wahrheit des verborgenen, großen Gottes bringt, ja, als den, dem die Zukunft gehört. Das sind große Wahrheiten. Aber daneben dürfen wir es auch wissen. Er ist der Heiland für unsere kleinen Sorgen. Habt ihr nichts zu essen? Er kümmert sich um unsere Geldnöte und um unsere Zahnschmerzen, um unsere Schwierigkeiten mit Kollegen und Nachbarn. Es kann geschehen, dass uns die Wahrheit auf einmal hell wie ein Blitz aufgeht. Von diesem Augenblick an erst verstehen wir ganz, was Beten heißt. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute, ruft uns der Psalmist zu. Einst war ich mit ein paar Freunden in einem stillen Kurort zusammen. Wir lasen morgens den Epheserbrief und vertieften uns in die großen Wahrheiten Gottes. Auf einmal seufzte einer: Am Morgen bin ich wieder im Geschäft. Was wird da an Ärger auf mich warten? Darauf sagte ein anderer nur: Am Montag ist Jesus auch noch da. Herr, lass mich auch mein Alltagsleben mit dir leben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.